Für mich ist Freiheit mehr als nur ein Wort. Denn Freiheit ist das Grundrecht eines jeden Bürgers, aber auch eines jeden Volkes, selbst über das eigene Leben und die eigene Zukunft entscheiden zu können. Freiheit ist daher, wenn man so will, die Grundvoraussetzung für Gerechtigkeit und ein selbstbestimmtes Leben. Denn nicht frei zu sein, bedeutet abhängig zu sein. Für Südtirol stellt sich daher die Frage, wie frei sind wir eigentlich, wenn wir nicht selbst darüber entscheiden dürfen, ob wir überhaupt zum italienischen Staat gehören wollen. Wenn wir nicht die Freiheit haben, überall unsere Muttersprache zu verwenden. Und wenn wir nicht frei darüber entscheiden können, wie unsere Städte, Dörfer, Flüsse und Berge überhaupt heißen. Gerade die Corona-Krise hat uns deutlich gezeigt, dass wir Südtiroler nicht frei sind. Wenn es darauf ankommt, entscheidet ganz allein Italien, was wir dürfen und was wir nicht dürfen. Italien kümmert sich dann nicht mehr darum, ob wir eine Autonomie haben. In den letzten Wochen und Monaten hat Italien sogar darüber entschieden, ob wir noch unsere eigenen Verwandten, Bekannten, Beziehungspartner und Freunde treffen dürfen, die auf der anderen Seite der Grenze in Nord- und Osttirol wohnen. Das ist keine freie Zukunft für unser Land. Für mich ist Freiheit daher etwas ganz Besonderes. Und in diesem Sinne wünsche ich mir für mich als Mensch, aber auch für unser schönes Südtirol eine freie und von Italien unabhängige Zukunft.